Wow, der Hexer ist da. Moment noch. Beeilt euch. Für den Anfang Akayala Ambrakur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redanien. Sagte, der Kristall dampft sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente, der Handel mit Fistech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. So, sie kommen. Oh, 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 Hilfe. Die haben mehrere Schwerter. Das ist euer Ende! Erstmal ein bisschen hier, ne, ein bisschen mehr Platz. Mein Ende? Oh, oh. Haben da auch so ein dreckiges Feuervieh dabei. Ach, ich hasse diese Feuermagier. So. Das heißt, schnell noch einen Schwalbetrank genommen. Ach, ich wollte doch den anderen Trank nehmen. Aber noch einen Trank wäre echt zu gefährlich für meine Gesundheit. So. Komm jetzt hier. Oh, oh. Boah, hier leben noch ein paar. Jetzt aber. Okay. Nur noch wir beide. Komm her. Kleiner Ifrit. Deinesgleichen habe ich schon in anderen Kämpfen besiegt. So. It's done when it's done. Und da liegt ein Stückchen Käse. Was haben wir hier? Schlüssel. Schlüssel zum Tor des Salamandra-Stützpunktes. Sehr gut. So, was gibt's hier? Ah, auch nicht viel mehr. Ektoplasma, Hydragenum und Albedo. Das nehme ich auch gerne mit. Na, wenigstens zwei Ohren. Und wieder ist mein Inventar voll. Vielleicht sollte ich mal wieder eine Runde aufräumen. Bam, 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 zack. Ja, bringt auch nicht mehr. Gut. So, hier. Bravo! Ein eindrucksvolles Gemetzel. Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radovid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radovid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich, werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück, sagt Ada schöne Grüße. Ja. Gut. Dann hätten wir dieses Problem jetzt gelöst. Dieser komische Kerl, ne? Anscheinend ist ja auf unserer Seite, aber auch nur so halb. Oh, hier sind auch noch ein paar von denen. Ja, jetzt kommt ihr mal alle auf die Potten, Jungs. Die Frage ist nur, wieso habt ihr euren Kumpels da oben nicht geholfen? Ich reiß euch die Eingeweide raus. Ja, vorher steiche ich die Eier ab. Oh, den habe ich den Kopf abgehakt. Sehr schön.
So. Situation entschärft. Ja, wenigstens ein paar Ohren gibt es hier. Und davon gar nicht mal so wenig, wie ich gerade feststelle. Sehr, sehr schön. So. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Und schau mal, ja, wie sich die Sache hier entwickelt. Auf jeden Fall scheint auch wohl dieser komische Radovid Kontakte zu Ada zu haben. Und das passt uns ja gar nicht ins Konzept, weil auch Ada, ja, ne, ein Geheimnis hat. So, die Frage ist jetzt, was machen wir? Wir gehen wieder in die Kloake und, ja, werden mal plaudern, was wir da so alles angestellt haben. Vielleicht bringt uns das ja etwas weiter. So, Jungs, der Hexer ist wieder da. Ja? Wie war das mit dem Kriegsrecht? König Woltest hat im Visima das Kriegsrecht verhängt. Warum? Die Pest wütet im halben Königreich. Und Ungeheuer machen die Straßen der Stadt unsicher. Die Quarantäne und die Patrouillen reichen nicht aus? Das hat euch nicht zu interessieren. Adieu. Gut. Die Frage ist jetzt, Schloss und Schlüssel. Ich muss den magischen Stein holen, aber vielleicht sollte ich zuerst ausspionieren, was die Salamandra tun. Habe ich doch gemacht. Magischer Stein. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Ist geholt. Glaube ich jedenfalls. Da. Vielleicht war da noch irgendwo eine Kiste, die ich mal wieder vergessen habe. So, dann gehen wir mal zurück in das kleine Salamandra-Häuschen. Trisshaus. Nein. Ich will die Quest verfolgen. Manchmal bringt einem das nämlich was. So, genau. Ja, dann ist hier wohl noch was im Haus, was ich gerade eben vergessen habe. Gut, teilweise ist aber auch... So, hier ist ein Schrank. Zwei Stücken Käse. Naja. Das muss ja dann, wenn, irgendwo hier sein. Ah, ein Stein. So, ihr solltet den Stein zu Triss und Leuwarden bringen. Na, dann machen wir das doch mal. Kann ich den Spiegel hier direkt als Teleporter benutzen? Nee. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Aber ich habe ja einen Schlüssel bekommen. Vielleicht kann ich jetzt ja damit das diesen Teil des Händlerviertels auch anders verlassen. Ich sollte mich auf jeden Fall umschauen. Auf jeden Fall wurde jetzt abgespeichert. Okay. Eine Cutscene. Ah, mehr Salamandra. Und sie eilen irgendwo hin. Naja, der pinkelt da erstmal. Ah, wen haben wir denn da? Boah. Beim Pissen gemeuchelt. Ich lieg in meinem Saft. Ja, der Werwolf. Wenn das mal nicht Carmens Freund ist, beziehungsweise Carmens Mann. Oh, ich glaube, der hat nichts Tolles mit ihm vor. Der will ihm wohl an die Gurgel. Komm, Geralt. Show your Witcher skills. Ist das nicht spannend? Ja. Das ist Carmens Mann. Und er sieht nicht gerade so aus, als ob man mit ihm ein kleines Pläuschchen führen könnte.
Ist er weg? Ah, da kommt er auch schon wieder. Oh, oh. Verdammt. Er hat uns am Leben gelassen. Er läuft sogar vor uns weg. Warum will er uns nicht töten? Er hätte gerade die 1A-Gelegenheit dazu gehabt. Der mit dem Werwolf tanzt. Geralt. Ihr kennt mich? Ich bin's. Ich bin es. Hauptmann Vincent. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Okay, also Vincent ist Carmens Freund. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein, er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Ja, ja. Er lässt mich ja am Leben. Er hat nur Salamandra getötet. Er hat auch nicht den Händler getötet, den er ja auch hätte töten können. Und so wie es scheint, ist er wohl auch gut bei Sinn. Ich würde sagen, Hexer töten keine Ungeheuer und wir werden ihm helfen. Ich werde euch helfen, den Werwolf-Zauber zu brechen. Nicht nötig. Auf diese Weise kann ich viel besser Verbrecher fangen. Mehr noch, die Verbrecher der Stadt fürchten dieses schreckliche Ungeheuer, das die Armen beschützt. Nämlich mich. Oh, er beschützt die Armen. Ja, dann... Hexer töten keine Ungeheuer. Zumindest keine Ungeheuer, die... Ja, ne? Die Menschen eigentlich Gutes tun. Dementsprechend. Hexer töten Ungeheuer ist aber dann irgendwie falsch. Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer. Im Gegensatz zu euch. Ja, da hat er natürlich recht. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Ja. Ne? Einen Werwolf als Verbündeten zu haben, ist niemals schlecht. Ne? Und außerdem, wie gesagt, er tötet ja nur die Bösen. Also... macht ja nur Gutes. In dem Sinne muss ich ihn ja nicht töten. So, jetzt sollte ich aber ganz schnell zurückgehen zur... Kann ich hier lang mit dem A-Zeichen? Glockenzeichen benutzen? Nö. Ja, in diesem Sinne gehe ich jetzt mal zurück und... sagen wir hier, Tür zur alten Schmiede. Interessant, da gehen wir mal rein. Ah, Versteck des Werwolfs. Ah. Gut, sehr schön. Vielleicht treffe ich jetzt hier auch auf Carmen. Das gefällt mir nicht. Mal sehen, was im Keller los ist. Ja, gehen wir doch mal in den Keller. Das Versteck von Vincent dem Werwolf. Hält er sich für einen Superhelden? Ja. Ja, Werwolf-Man. Ja, gehen wir mal von hier aus in die Kloake hinab. Ja, auf jeden Fall lassen wir ihn mal am Leben, weil er kann mir bestimmt noch nützlich sein. Ich sehe auch gar keinen Grund, ihn zu töten. Und ich muss es jetzt auch nicht noch weiter ausbauen und mich nicht noch dreimal wiederholen. Deswegen beenden wir lieber die Quests und gehen zu Carmen und zum Ertrunkenen. Igitt, nein, hier will ich nicht hin.